viel Spaß beim dritten und letzten Teil des Interviews mit Herrn Dr. Volkmar, dem Mannschaftsarzt der Telekom Baskets Bonn. Wenn wir mal von den Trainingsimpulsen ausgehen, die vom Verein gesetzt werden, von Fachleuten gesetzt werden, und ich bin so motiviert, dass ich obendrauf noch was mache, wie groß ist die Gefahr, in einen Übertrainingsstatus zu kommen, dass ich krank werde von zu viel Belastung? Die Gefahr ist sicherlich unterschiedlich gegeben, was sich mittlerweile rumgesprochen hat, dass Ronaldo ja offensichtlich nur deswegen so gut ist, weil er jeden Tag eine Stunde mehr trainiert hat als andere. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass so manche Bundesligaspieler, regionale Bundesligaspieler, Köln zum Beispiel oder auch die Basketball-Bundesligaspieler, bei der Trainingsbelastung, die sowieso schon kreiert wurde von den Athletiktrainern, nochmal intensiv eine Stunde drauflegen, ja, und dann nichts passiert, in dem Sinne, den Sie gerade beschrieben haben, nämlich, dass sich ein langsames Übertraining einstellt. Übertraining ist ja eine Situation, die hat nichts damit zu tun, dass man am nächsten Tag nach drei anstrengenden Trainingseinheiten sagt, boah, bin ich kaputt, ne? Schlafe dann zweimal gut und esse dann dreimal Nudeln und dann ist wieder alles wie vorher. Übertraining ist eine ernsthafte Angelegenheit. Das ist ein offenes Messer, in das man unmerklich reinläuft, indem man über einen längeren Zeitraum bestimmte Trainings- oder Belastungsfehler bzw. Regenerationsfehler begeht. Dann kommen wir ins Übertraining rein. Wir reden hier von ganz verschiedenen Stoffwechselsituationen, die den Zuckerstoffwechsel, also den Kohlehydratstoffwechsel betreffen. Muskuläre Verletzungen und Beschwerden sind sehr häufig. Koordinationsstörungen und dadurch wieder Verletzungshäufigkeit sind häufig. Die ganzen Parameter Kraft und Schnelligkeit gehen runter. Und das muss vom Profi früh erkannt werden, damit man frühzeitig gegensteuern kann. Okay. Wenn ich jetzt im Übergang als Jugendlicher zum Seniorenbereich bin, ist oft ein Merkmal, dass der Körper noch nicht so stark ausgebildet ist wie ein Erwachsener, der vielleicht 25 bis 30 Jahre alt ist. Dann bietet sich vielleicht an, mit Gewichten zu trainieren. Wie stehen Sie dazu als Arzt, dass mit Gewichten trainiert wird im Jugendbereich? Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Nachwuchsleistungszentrum vom FC, wenn ich recht erinnere, die fangen so mit der U15 an, dass sie so allmählich mit Gewichten trainieren. Das ist für mich aber auch schon der früheste Zeitpunkt. Früher würde ich es auf keinen Fall machen, da ich ein sehr großer Freund von funktionellem Training mit dem eigenen Körpergewicht bin. Ich bin großer Freund davon, man kann unglaublich viele Dinge auch koordinativ trainieren, wenn man eben nicht mit Gewichten trainiert. Und es sind hervorragende Hilfsmittel, TRX-Schlingentrainer oder sonstige Dinge, die ja einfach zu handhaben und zu transportieren sind. Man kann an jedem Ort der Welt, in jedem Urlaub sein Trainingsprogramm durchführen und ist nicht angewiesen auf die Muckibude. Nichtsdestotrotz, man muss und will konkurrenzfähig sein. Und ab einem bestimmten Alter, ob das jetzt 15, vielleicht besser 16 oder 17 ist, dann gehört auch ein Gewichtstraining dazu, dass, ja, dessen Effekte eben als durch das funktionelle Training alleine nicht zu erzielen sind. Sie helfen Menschen, wieder gesund zu werden und müssen manchmal sicherlich auch Diagnosen geben, die erschütternd sind, wenn jemand sagt, ich möchte Profisportler werden und bleiben. Wie ist Ihre Erfahrung damit, wenn der charakterliche Umgang, also gibt es Charaktere, wo Sie sagen, die haben trotz schwerer Verletzung, Kreuzbandriss, zwei Kreuzbandrisse, den Sprung zurückgeschafft und andere haben gesagt, ich schaffe es zurück, aber es haben wir doch nicht geschafft. Hat das was auch mit dem Charakter zu tun? Ja, sicherlich, es gibt Charaktere, die können solche schweren, ich nenne es mal Schicksalsschläge, ist es ja für den Betroffenen in dem Fall, leicht abschütteln und es gibt Charaktere, die können das schwieriger oder gar nicht abschütteln. Und hier trennt sich unter anderem nämlich auch nochmal die Spreu vom Weizen, weil das ist nicht Gott gegeben, sondern auch erlernbar, diese Fähigkeit, dass man versucht, ja, in dem Fall würde ich es mal Denk- oder Handlungsblockaden zu lösen von Dingen, die sich nicht ändern lassen, beziehungsweise von Dingen, die sich eben doch ändern lassen, indem man das dem Geschehenen nicht nachtrauert. Ist das diese Resilienz, die Sie letztes Mal angesprochen haben? Ja, wir sprechen hier in dem Fall jetzt von einer psychischen Resilienz oder Resilienz, also einer Widerstandsfähigkeit gegen die Summe von äußeren, vielleicht leistungsschädigenden Einflüssen. Ja. Und diese Widerstandsfähigkeit, man könnte das mal simpel formulieren, immer wieder neu aufstehen, egal wie tief man fällt, das lässt sich auch professionell erlernen. Und mal so als Urlaubstipp vielleicht,
im Sand oder wie auch immer. Es gibt tolle kleine Taschenbücher oder auch Hörbücher, die dieses Thema Resilienz beschreiben. Da hatten Sie letztes Mal sogar eins genannt, der Titel ist mir entfallen. Das ist wieder was anderes, das ist das Thema Mindfuck. Das ist von einem Coach namens Petra Bock, die eine Coaching-Akademie in Berlin hat. Und das trifft genau dieses Thema, dass man Denk- und Handlungsblockaden erstmal erkennt, ne? Wo sind da meine Schwächen, warum kann ich die Leistung nicht abrufen, weil ich mir immer irgendeinen Misserfolg vorstelle, weil ich mir hinterher wegen mir eine Negativansprache meines Trainers, der Zuschauer, der Familie oder von wem auch immer mir vorstelle. Es gibt so viele Faktoren, die leistungsmindernd wirken. Sie müssen erkannt werden, das ist der wichtigste Schritt eins, sie müssen erstmal erkannt werden. Und dann kann man auch professionell relativ simpel was dagegen tun. Auch hier gibt es wieder tolle Literatur. Petra Bock, den Namen merken, super Sachen, auch für Jugendliche übrigens sehr gut geeignet. Okay, zwei Aspekte habe ich noch, die ich mit Ihnen ansprechen möchte. Und zum einen, gibt es etwas jetzt aus orthopädischer oder medizinischer Sicht, wo Sie sagen, das ist der größte Fehler, der gemacht wird, der hinderlich ist, um Spitzenleistung zu bringen? Selbst darauf achten ist schwierig. Fangen wir mal überhaupt. Also generell ist das ein unnötiger psychischer Druck, der von außen gesetzt wird. Das kann sicherlich viele solcher Nackenschläge vermeiden. Eine schlechte Vorbereitung, schlechte Wettkampfbedingungen und nicht adäquate Ausrüstung. Also wir reden jetzt immer natürlich über den Ballsport oder über den Pucksport. Ja. Aber es gibt ja auch andere Sportarten, bei denen die Ausrüstung dann wirklich wichtig ist, was ein bestimmter Körperschutz angeht, was Helme angeht und all diese Dinge angeht. Also da werden auch viele Fehler gemacht noch und da lassen sich viele Verletzungen vermeiden. Und im Übrigen, wir sprachen über die Costability. Und Schuhwerk muss berücksichtigt werden, passendes Schuhwerk zum beispielsweise Boden, alles Dinge. Verletzungen realisieren, Kleinstverletzungen realisieren und artikulieren mit dem Trainer, mit dem Mannschaftsarzt, wer zur Verfügung steht. Hör mal, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht in meiner Wirbelsäule. Man kann da auf die Zähne beißen, man kann Ibuprofen 400 nehmen. Das Problem ist nur, es bleibt oftmals eben nicht bei dem Zwicken unten in der Lendenwirbelsäule, sondern wir nennen das Kompensation. Das Resultat ist ein Muskelfaserriss in der gegenseitigen Wade. Ja. Und wenn dann zum Abschluss Sie mit Ihrer Erfahrung einen Ratschlag geben können, unterstützend an Jugendliche, die sich das ansehen und sagen, ich möchte den Weg gehen, ich bin bereit, dafür einiges zu opfern. Was können Sie als Hinweis geben, was beachtet werden sollte oder Hinweise? Ja, hinterfragt, macht euch eine Checkliste. Ich finde, das ist eine derart wichtige Frage, die würde ich nicht als weiches Thema betrachten, sondern schon dezidiert, also aufgedröselt nach einer Checkliste beantworten mit den wesentlichen Themen, die wir gerade besprochen haben. Das heißt, wenn ich feststellen muss, dass mein Talent begrenzt ist, meine Eltern Druck gemacht haben, ich vielleicht mal zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und das Ganze, dass ich jetzt kurz vor einem großen Sprung war, auf einem ganz dünnen Eis steht, dann ist das, was jetzt erstmal Thema Talent, dann ist das schon mal fragwürdig, ob ich den Schritt gehen würde, weil dann ist er endlich letztlich. Mhm. Und ansonsten kommen die ganzen anderen, wenn das Talent vorhanden ist, denkt an eure psychische Stabilität, denkt an Regeneration, denkt nicht nur ans Gaspedal, macht das professionell, auch wenn es manchmal juckt, noch ein Scheibchen draufzulegen. Ihr seid professioneller, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt mal eine Pause macht, als zum falschen Zeitpunkt nochmal Gas zu geben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele, viele Berater, Athletiktrainer, die genau wissen, wie ihr bis zum Umfallen trainieren könnt. Aber Kollegen, die Regeneration gelernt haben als professionellen Inhalt, die gibt es wenig. Beschäftigt euch damit. Wir haben diese Dinge eben gelernt. Auch die psychische Stabilität, die Entspannung sind extrem wichtige Dinge, die letzten Endes kriegsentscheidend oder leistungsentscheidend sind. Und ansonsten müsst ihr Glück haben. Herr Dr. Volkmar, wir sehen hier unsere Torwand. Letzte Woche haben wir das schon gemacht. Aber mit Bällen vorige Woche. Letzte Woche mit Bällen.
Ich spiele das dann ein ohne... Ach so, alles Fuß. Klar. Wir können das höchstens mit dem Fuß nochmal wiederholen, aber ich will Ihre weiße Hose okay. nicht so dreckig machen. Ja. Was möchten Sie? Nee, wir können das einspielen, weil ich ja 5-1 gewonnen habe. Können wir das gerne einspielen. Eigentlich habe ich das auf Kamera, ja. Dann wäre ich hier ohne Ton, aber das ziehen wir dann ein. Also, Herr Dr. Volkmann, nochmal herzlichen ja, Dank. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen und berücksichtigt das alles. Und dann möchte ich ein positives Feedback von euch hören.